So, und damit willkommen zurück zu einer neuen Runde Gandhi, ja? Wir haben beim letzten Mal die Zielruinen betreten und sind auf dem Weg nach Arlind. Arlind-Ruinen. Und haben hier beim letzten Mal uns kurz ein bisschen umgesehen und dabei festgestellt, dass das ganz schön groß ist hier, deswegen habe ich das abgebrochen, nachdem ich fast 4 Stunden gestreamt habe. Gucken wir mal, was uns hier jetzt erwartet. Vogel, irgendwas mit Leichen und Schädel. Das ist hier schon mal spannend. Dann Lähmgas und Oxygas. Können. Guido hier dabei. Ein Drap. Eigentlich, dass wir Guido auch dabei haben. Was war hier die Leichen weg? Ja, ganz cool ist, wenn immer so verschiedene Arterien auch in der Gruppe. Ganz angenehm. Alle recht gut Schaden. Gut, Rap hier, nee, hier Guido jetzt nicht so, aber ne, oben ist okay. Auch immer 100. Alle Heilmittel. Machen wir mal Guido Level 24. Kann der Gute denn nix? Okay. Das ist halt immer die Frage, inwiefern man so eine Leute halt auch ausrüstet, ne? Ich habe gerade bei Mathilda auch gesehen, dass er nicht immer so intelligent ist. Er macht aber gut, gut Schaden gegen die hier. Gegen die Gruppe. Die gleichen. Das heißt, dass wir werden Guido gegen die Vogelschädel hier einsetzen. Das scheint ja gut effektiv zu sein. Okay, das habe ich jetzt gar nicht gesehen, dass da noch einer ist. Hey, 500 XP geben wir. Wenn wir das mal orientieren hier. Noch mal andere Gegnertypen. Teleportmann und Leiche. Siehe, da so ein Nekro-Gegner. Gegen die machen Justin nicht so viel Schaden. Also dadurch, dass Guido Level 24 ist, gehe ich mal von aus, dass hier das
habe vorhin ein Level auch 24. Ich schaue mich das mal hier um, bevor ich hier auch weitergehe. Was ich übersehen habe, das hier zum Beispiel. Teleschuh. Teleportiert bei Angriffen. Ja. Könnte am nächsten wahrscheinlich was für Guido sein, kann ich mir vorstellen. Auch nicht. Und für die anderen wahrscheinlich dann auch nicht, wenn das so krass schlechter ist. Die Gegner. Immer schön alle Sekunden. Leichen. Guido, die alleine schafft. Nicht ganz. Aber macht schon gut Schaden, der Gutze. Kann nicht meckern. So, Fina. Kann auch gehen da gehen. Was denn? Kann auch. Ich wollte sie ja nicht eigentlich. Geh mal hin. Hab! Kann auch hinein. Guido, kann auch hinein. Dutch. We won! We won! Ein bisschen in den Rennen gefunden. Ruin 1. 4? Okay, man kommt hier von 1 zu 4. Okay. Ist die wieder Gegner? Das verzweigt sich hier auch ganz gut. Hier. Magiesamen. Muss man mal gucken, wer könnte denn hier am ehesten von Magie profitieren? Kalt und A12. 20, 140, 114. Guten Morgen, Jack. Na, wie geht's hier? Ja, am nächsten Rapper, aber ich bin mir Rapper nicht so sicher, ob die dauerhaft in der Gruppe bleiben. Deswegen würde ich halt diese Gegenstände erstmal hier müde. Sehe ich schon. Was anstrengend gestern, oder wie? Hm. Würde ich diese Sachen erstmal vor allen Dingen nur noch den Hauptcharakteren geben, ja? Ein Nominiki gequatscht, okay, dass ihr mal alle so reden habt, finde ich immer nicht. Ich halte die Interaktion um so. 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 Verteidigung Level. Erstmal alle auf einen hier.
Ein heiliges Juwel, okay. Gibt es denn das Juwel geholt? Gut. Von unbekanntem Wert. Okay. Das ist hilfreich, wenn man einen Gegenstand bekommt. Wenn man nicht weiß, was er kann. Diesen Nasch mag ich schon nicht, weil er schon so viele unterschiedliche für die hier untergliedert ist. Ich würde doch mal die Ebene von hier runter nehmen. Okay. Ah ja. Wie kann man runter? Oh Gott, 1000 Ebenen. Das macht wieder mein Gehirn kaputt. Was ist das? Ah ja. Das habe ich gesehen, ja, dass mir bei mir noch gequatscht hat. Oh je. Yeah. Wir sind hier zusammengebaut. Das ist aber ganz cool, aber das ist immer so. Ein bisschen. Schon hier hin. Ein 100 Jahre später. Oha. Was bringt mir das jetzt hier? Ach, warte mal, ich hab's gesehen. Hier rüber. Ich will das ganze Loot da unten haben, was da rumliegt. Komm ich gar nicht hin. Okay. So spannend. Warum sie mich dafür da irgendwie fallen lassen? Liegt so viel Zeug rum da unten. Ah. Das beantwortet die Frage. Guido war effektiv gegen die Leichen, ne? Rapp kann sich dem anschließen. Dina kann den da mal angreifen. Das ist ja sinnvoll. Interessant. Kann so, ja, heute letzter Urlaubstag. Nächste Woche geht es dann wieder andersrum. Das war kein Ding ins Hotel. Spannend. Sophina macht gut Schaden gegen den. Ist da nicht mehr viel.
Ambulance, das ist jetzt schon. Ach ja. Muss ich mich ständig alle Heilmittel hier? So, da kann ich ihn erstmal eine Runde heilen. Ja, doch jetzt. Deswegen bekommt man das auch, damit man die ganzen Start hier eben heilen kann. Wo schon habe ich jetzt sogar noch von? Stati. Status ist die ganze Zeit. Status. Stati gibt's nicht. So, Guido sind wir der schnellste hier. Greifen. Oh, gönn dir. Viel Spaß. Im Bogen. Oh, Bob war gut gegen den hier, ne? Ja. So, gucken wir uns hier unten um. Die ganzen Sachen hier aufleveln, also aufnehmen können. Wir haben ja die Gegenstände und kann ich die auch nutzen. So, was ist denn hier noch Schönes? Wir sind ja von hier unten gekommen. Hier ist jetzt nichts mehr. Auch hier ist noch. Verteidigungssamen. Das kann durchaus China bekommen. Das ist wieder das Ding hier. Ich weiß nicht, gab es noch irgendwas, ne? Gab es doch noch so einen. Was hier? Was aber? Ach, da war der Weg versperrt, okay. Wobei hier war ich auch noch nicht überall. Hier sind die Gegner genommen. Schön umgucken in den Dungeons.
mal hier. Haftdarm. Stärke kann Straße nehmen. Lohnt sich hier nämlich sicher genau umzugucken. Wunder. Und hier sieht, ist hier noch sehr viel zu entdecken. Geht's auch runter? Warte mal, wir machen das mal hier. Wir gehen erstmal da noch nicht lang. Bleiben erstmal hier in dem unteren Teil. Da riecht's ja gar noch nicht wieder gesehen. So, Fina nimmt den Teleportmann. Guido kann sich die Leichen schnappen. Kap kann das machen. Justin kann unterstützen. Gut ausgerüstet hier für den Bereich. Danke nehmen. Wir können hinten nackt Zeug rum. Gegner. Ich fühle mich doch jetzt besser zurecht, als ich dachte. Und dann verstehst du ein bisschen die Logiken, wie die da Platschen generiert sind. Gott, was müsst ihr denn eigentlich alleine schaffen? Geht nicht? Wow. So. Ich finde auch wenig Schaden dabei, dem gemacht wird, weil. Hummer schnitt. Fliegers. So, Justin. So dann ab. Schöner Konter. Okay. Sieht gerade ein bisschen komisch aus. So. Hier noch die anderen Gegner. Ja, kann auch nicht schützen. Die Junge ist gerade schon gut, ne? So. Cooler Charakter, direkt hier. Kannst du mal heilen? Und ich selber auch, aber das passt. Kann man hier durch wahrscheinlich nicht, ne? Blö. Hier ist noch was. Hier kann man ja runter. Hier kann man das, bis ich jetzt fertig. Hier drüben war noch was. Hier gab es noch diesen Bereich mit dem.
links was zugeht. Was ist das hier? Naja. Oder das war hier. War noch ein. Hier. Da, ah, hier. Okay. Aua, ja. Guido macht teilweise zweimal Schaden, ne? Also auch nicht schlecht. So, was haben wir hier? Blitzsalzmann? Kurz vor Blitz brauchen wir bisher nicht wirklich. Könnte eventuell sein, dass man nachher beim Bosskampf braucht. So, Guido, da steht jeder vorne und kann er den Gesang greifen. Deswegen kann man ja auf die anderen gehen. Oder auf die gehen. Ein Vogel, den er macht. Wobei doch. Okay. Dreimal durchdauern, halt, ne? Schon. Alright, we won. Und hier ist auch nochmal Zeug. Okay, dann haben wir den unteren Teil fertig. Das ist ganz cool. Den oberen auch, das heißt, wir können jetzt hier wieder den Weg nach oben nehmen. Den glaube ich hier lang. Ne. Hm. Schau, muss das da rüber. Ja. War ja was. Könnte man, glaube ich, irgendwie speichern noch? Ne, das war nach dem Dingen. Bis hier hoch? Bäh. So, dann können wir nochmal speichern. Also wir haben schon halt gesehen, dass man hier bis zu 4 kommt, dass es hier halt 4 Ebenen gibt. Wir kommen wieder in die 1, sehe ich gerade. Auf wann? Boah, wahrscheinlich von einem anderen Abschnitt. Auftrank. Also hier gegen Mitte, ich denke mal, Mitte, das ist dann die Nudge deutlich besser.
Am Anfang dachte ich mir so, Leute, geht's auch ein bisschen abwärtsreicher als immer nur Labyrinthe, also offensichtliche Labyrinthe. Das war nämlich schon ein bisschen arg öde, aber hier ist jetzt ganz cool. Okay, das war jetzt unnötig, was ich gemacht habe. Ja. Ist schon. Da kann ich mal noch mal kurz hier runter gehen und mal kurz heilen. Das war ja hier. Hier geht's weiter. Da geht's offensichtlich weiter. Dann geht's ja. Wenn man das 1000 Mal bestätigen muss hier. Wird wohl das automatisch gehen, oder? Das sieht irgendwie komisch aus. Schreien. Ich glaube, ich noch nicht bin. Weil hier ist noch Zeug. Bin ich hier runter? Hier ist es auch noch irgendwie was später. Der Dungeon, der ist echt sehr, sehr verwinkelt. Weil er bisher nicht nervig verwinkelt ist. Ziemlich offensichtlich. Die Kamera ist nicht hilfreich, Spiel. Ihr könnt die Kamera nicht drehen. Guten Tag. Hier ist ein Boss. Innenwächter. Ja, da wurden. Ah, hier hat 4500 HP. Okay. Na gut, ich habe gerade gesehen, der hat Schock. Also, das heißt, man hätte hier sogar Dings einsetzen können: Feuer. Ich würde sagen, wir gehen hier wieder nur auf den Hauptgegner. Das hat sich bisher als ganz hilfreich herausgestellt. Oh. Viel Schaden. Was ist hier? Zehn Gegner. Gegner. Keine Ahnung, was Gegner IP ist. Gucken wir jetzt mal. Das war ja von letztem schon mal. Wir hauen uns mal hier die ganzen. Oh, alles klar, Jake. Aua, verteidigt. Auf mit Schockwellen macht bei einem Gegner mit Schock keinen Sinn. Jetzt haben wir rot. Also kann man eine Runde Guido heilen. Das kann Fina machen.
Oh, stimmt, wir können mal die Verteidigung hier erhöhen, ne? Für alle. Super. Okay, wir müssen definitiv gleich den Guido heilen. Das kann aber ruhig China machen. Wir bleiben erstmal hier bei den offensichtlichen Sachen. Ich würde sagen, wir bleiben hier auch erstmal bei dem. Das macht ein bisschen mehr Sinn. So, Rapkan. Wieder den machen. Erstmal. Oha. Muss ich definitiv Dings heilen. Guido. Ich glaube, ich hätte generell mal eine Runde Heilung für alle machen. Kann Guido nochmal heilen? Ne. Guido kann. Gibt es Hilfe, wenn man das so. Oder mach ich gerne nochmal den? So, Justin kann einmal alle heilen. Und Fina kann nochmal zusätzlich Guido heilen. Da geht's ja auf das Geo, das ist nicht so gut. Guido kann nicht heilen, ne? Das ist Rapp. Kann Rapp heilen? Das ist gar nicht, ja. Okay, eventuell muss ich hier mal gucken, dass ich mir doch mal ein bisschen mit Schock-Dings, Alter. Okay. Oder wie oft kannst du angreifen? Nein. Alle heilen. Okay, der Kampf, es kann aber sein, dass ich hier wirklich nochmal. Wie gesagt, ich habe ja genug Heil-Items. Also zum, genug Dingens. Dass ich hier wirklich. Alter. Ja, das war jetzt komisch. Justin heilt wieder alle. Nee, kann er gar nicht. Dann müssen wir noch eine Schockwelle machen. Wobei, nee, keine Schockwelle. Was? Auf Fina kann alle heilen. Kann Guido noch was anderes machen? Nein.
Dann kann Guido mal nochmal angreifen. Das ist ganz schön heftig. Hier kommt. Warte mal, ich mach mal kurz. Relativ wenige, was ich hier an Items einsetzen kann. Fina ist gerade sehr, sehr selten dran. Wie geht denn? Das ist gerade echt unangenehm. Justin, kannst du nicht heilen? Also richtig mal ein bisschen ordentlich heilen? Also, meine. Halt nicht. Fina ist gerade sehr, sehr selten dran, wieso auch immer. Okay, für die Puppe. Ich sehe zwar nicht so gerne diese Items, aber bevor mir hier Fina kopiert, wenn sie gerade sehr, sehr selten dran ist. Aber Fina müsste halt mal dran sein, so. Das ist gerade ein bisschen unangenehm. Ja. Ich verstehe gar nicht, warum Fina nicht an der Reihe ist. Das ist ein bisschen komisch. Ich gerade ganz ehrlich, verstehe ich gerade nicht. Fina müsste halt mal heilen, aber sie ist irgendwie nicht dran gerade. Und sie erst seit 1000 Mal gerade dran, keine Ahnung wieso auch immer. Aber wie oft ist der denn gerade dran jetzt hier? Was soll das? Hä? Darf ich auch mal? Spiel? Hallo? Sag mal, was zur Hölle? Wie oft ist der denn gerade dran hier? Das ist jetzt ein bisschen unfair gerade. Sind ist ja auch halb tot, ne? Eventuell muss ich hier wirklich mit Blitz, dass ich mir die Blitz-Items hole. Was ist denn da so oft gerade dran? Was zur Hölle? Na gar nicht, was müssen gerade? Sag mal, hallo? Was ist das denn hier wieder? Ja, okay. Ich reg mich aber gar nicht auf. Man kennt das ja so ein bisschen von Grandia, dass das manchmal mitten im Kampf halt und sonst was für Sachen macht. Ich glaube nicht, dass ich das schaffen kann, so wie er gerade dran ist. Keine Ahnung. Das ist halt ja, sehr, sehr oft. Aber Guido ist hier leider nicht so nützlich. Im Kampf.
Also eventuell muss ich ja doch bei dem Kampf anders rangehen. Was ich halt wirklich hier versuche, Lass mich mal gerade kurz hier so ein bisschen... Ich meine, genau genommen, der Schaden ist ja schon nicht schlecht. Ich einfach nochmal, wie Brecher auf ein Gutes. Komischer Kampf, muss ich zugeben. Er hat extrem viel Schaden gemacht. Natürlich bekommen die dann ja noch keine Erfahrungspunkte. Ja, das schon, ich gehe da mal kurz speichern, du weißt halt nicht. Ich hätte ihn wahrscheinlich wirklich immer noch schneller besiegen müssen. Ich würde, glaube ich, gerne den Kampf nochmal neu machen wollen. Hallo? Hier? Danke. Weil ich gerade sehr viel Sachen verballert habe. Aber gut, es ging, ich habe, glaube ich, einmal einen Aufdings verballert und einen... nicht unbedingt darauf vorbereitet war, dass das jetzt so eskaliert. Aber ich würde sagen, wir lassen es mal so. Ich bin da bisher ganz gut durchgekommen. Ich glaube, dieses Gegenheilen, das war, glaube ich, nicht so sinnvoll. Einfach nur dann halt so ein bisschen drauf, ne? Dass er halt auch Schaden kriegt. Was ist denn das? Laufsamen? Was ist denn Laufsamen? Gut, dass ich hier so viel Auferstehung ist, was auf jeden Fall mir sehr saurer Samen. Ja, das ist auf jeden Fall was für Justin, der ist nämlich ziemlich langsam. So. Dass wir gespeichert haben. Ich bin es gerade spannend, dass wir hier hinkommen, weil wir hatten ja vorhin gesehen. Es gab ja auch noch, was ist das hier? Schnitzmedaille. Ist da halt Alend. Weil, offensichtlich ist der Bereich, den ich da unten gesehen habe, ein bisschen optional, glaube ich. Fragezeichen, wissen wir noch nicht. Oder es kann sein, dass das jetzt dann gleich kommt, denn hier ist nämlich jetzt gerade Mist weiter. Spannend, weil hier hinten ist ja auch noch was. Der Kampf hat das in sich, also. Da muss ich jetzt wirklich so all-in gehen, so ein bisschen. Die Schwöre, der Boden hat sich bewegt, als wir das letzte Mal vorbeikamen. Nun, wie lange muss ich noch warten? Haben sie ihn noch nicht gefunden? Ich habe alle Anstrengungen unternommen, General, aber wir haben keine Spur. Das Schreintor war offen. Der Auserwählte muss also hier sein. Dort, wo der Auserwählte ist, befindet sich auch der Geisterstein. Sie sind genau. Das ist genauso gut wie ich. Kommen Sie mit. Verlaubgeneral bei Leutnant Lien ist meine Adjutantin. Ohne sie könnte die Suche verzögert werden. Nun, langsam bezweifle ich, ob sie den Stein überhaupt finden wollen. Wie können Sie das sagen, General? Der Geisterstein ist entscheidend für Operation Yggdrasil. Die Bedeutung meiner Mission ist mir völlig bewusst.
Gut, dann setzen Sie die Suche fort. Sie haben doch nichts dagegen, dass die nicht unterstützt, oder? Setzen Sie die Suche nach dem Geisterstein fort. Ihnen, wir brechen auf. Jawohl. Es gab keine Zeit mehr. Die Ehre der Meilen-Division steht auf dem Spiel. Findet den Geisterstein. Ich muss den Geisterstein finden, bevor Vater es tut. Unbedingt. Suchen diese Verlierer immer noch nach dem Geisterstein. Dieser Mann war ja eigentlich auch im Turm des Unheils. Al, was hat er nur mit Ihnen vor? Wir dürfen uns nicht erwischen lassen. Finden wir einen anderen Weg. Okay, jetzt bin ich gerade noch mehr daran interessiert, eigentlich die anderen Sachen zu erkunden, aber ich habe jetzt ja nur eine Sicherheit. Nein, habe ich gerade überschrieben, ja, vergiss es. Auf dass ich da nochmal hinkomme. Ist an der Weg, wenn sie ja auch geschrieben, weil hier ging es ja nicht weiter eigentlich. Das geht jetzt hier. Aber wir können hier runter. Ja, vorsichtig. Okay. Genau, wird das wahrscheinlich nicht der Weg sein hier, nehme ich mal an. Ja, runter schon in 3, okay. Von hier. Und hier aus halt auch lang, weil die Gemälde kennen wir ja so ein bisschen. Die sehen nicht gut aus. Ich habe das Gefühl, dass eine große Macht in diese Richtung blickt. Oder ist das nur Einbildung? Vielleicht ist es nicht von deiner Einbildung. Sieh mal in die Türen. Die Golems, die sollen in diesem Schrein sein. Wenn sie sich bewegen, sind sogar geile Schaltkräftegeschichte. Bewegen sind nur Bilder. Jetzt sind es noch Bilder. Sie sind versiegelt. Bis die Zeit kommt, aber hey, ist eine Legende. Sollten wir nicht weiter, die Galle-Schreffe sind hinter uns her. Außerdem gefällt es mir hier nicht. Wir können hier wieder speichern. Jetzt wollte ich aber mal ein paar mehr Speicherstände hier. Aber ich hätte jetzt wahrscheinlich mal zurückgehen können. Das ist egal. Ich glaube, das geht, passt alles so. Auf jeden Fall, wenn ich in den nächsten Dorf bin, nochmal irgendwo mir Auftränke kaufen kann, dass ich mir die erstmal organisiere. Ich glaube, hätte ich jetzt immer versucht, die Leute permanent hochzuheilen, das wäre wahrscheinlich schief gegangen. Keine Bewegung, das denn. Gib mir einfach den Geisterstein, sonst muss ich. Ihr seid echt den Nervensägen. Was wollt ihr überhaupt mit dem Geisterstein? Es ist ja dein Besten, du weißt nicht, in welcher Gefahr du schwebst. Ich bitte dich nur noch einmal, gib mir den Geisterstein. Sie können sagen, was sie wollen. Sie sind der Letzte, der ihn kriegen soll. Du lässt mir keine Wahl. Wenn du mir nicht freiwillig gibst, nehme ich ihn mir mit Gewalt. Dann wollen sie sich ihn doch. Warum müsst ihr kämpfen? Können wir nicht drüber reden? Darüber reden? Er will sich den Geisterstein nehmen. Der Boden, das kann nicht sein. Das darf er nicht. Wenn er sie benutzt, werden viele Soldaten sterben. Vater, was tust du? Ganz zurücklehnen, das Siegel über den Golems bricht gleich. Danach werden wir den Geisterstein vom Auserwählten holen. Er ist erbärmlich, wie seine Mutter. Er hätte überlebt, wenn er die Suche nach dem Stein nicht behindert hätte. Er ist nicht mehr von Nutzen. Der Stein wird sein Grab sein. Sie wollen mir nicht gehorchen? Wie interessant und zwecklos. Okay. Rückzug. Was ist mit Malen? Du kannst nichts ausrichten. Bewegung. Ja, du musst mitkommen. Ja. Wir sollten lieber weg. Konnte nicht die vierte Ebene erkunden? Okay, hier ist die vierte Ebene. Wie gesagt.
natürlich jetzt hilfreich, diese vierte Ebene jetzt zu erkunden. Eigentlich müsste ich ja rausrennen. Ich habe Angst, wenn ich hier rausrenne, dass ich dann hier nichts mehr bekomme. Ja, ich komme, da komme ich raus, ne? Ja. Hier ist noch ein Golem. Aber er wiegt sich nicht mehr. Renn vorbei, wir schaffen es. Okay, wir rennen mal noch nicht vorbei. Ich will hier eigentlich erkunden gehen. Nicht irgendwie runter, ich kann hier runter, okay, gucken. Ich will erkunden! Lass mich erkunden! Hier! Lass mich. Natürlich jetzt ein bisschen fail, ne? So aus Rollenspielsicht, aber. Ich finde, dass ich jetzt gar nicht mehr hinkomme, deswegen mache ich das jetzt eben. Aber da wir ja nicht in einem richtigen Rollenspiel sind. Wie GTA-RP oder sowas. Gibt das schon. Da sind nur einige Summen hier. Piece of cake. Die hätte man wahrscheinlich sogar auch einsetzen sollen. Ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass das hier vielleicht sogar keine schlechte Idee gewesen wäre mit dem Teleportieren. Aber ja, es ging auch so. Bin mir sicher, ob das dann mal so geklappt hätte mit dem. Es hätte halt sein können, dass das den Kampf eventuell ein bisschen erreicht. Aber es ging ja auch so, wie gesagt. Komme ich hier. Jack, das wird schwierig, also sorry. Das kann ich dir wahrscheinlich eher nicht machen. Als du das vorlesen hören solltest. Was ist denn hier für ein? Ich glaube, das soll so nicht sein. Was war denn da oben?
Muss ich gerade mal gucken. Ich glaube, ich gerade an mir auf den Ring. Was haben wir hier? Was denn, warte, was ist denn? Ja, da bewegt sich was. Natürlich werden die beiden getrennt. What's wrong? Fina! Fina! Justin! My body! So hot! Can't take it! My body! It's burning! Fina! Oh no! Oh nein! My sister! What? Lean! Help! What is this? This feeling? It feels like some enormous power is beginning to move. That can't be. Nothing can resist the power of the Ikarians. Naja, wenn sie deine Schwester Fina! Ist. Fina! Denk mal drüber nach, meiner. Und das ist eine Möglichkeit, Gegner loszuwerden. Wiederbelebung. Boah, bin ich hier. Was ist das denn? Bin ich hier alleine? Ja, dann kannst du hier mal so ein... Ja, hier so ein Teleschuh mal loswerden. So. Jetzt soll ich das mal behalten. Bin ich hier gerade alleine? Ich erst mal so machen. Ganz schön spannend hier der Abschnitt, muss ich sagen. Magischer Kopf. Hier.
Menge. Ja gut, Justin braucht das eigentlich gar nicht mehr. Also ich guck mal, wie der Keller wird, glaub ich. Bisschen nicht jeden kleinen Kampf mitnehmen. Tour de Ruin 4. Sieht gut aus. Jetzt müssen die Gegner reingelaufen. Ja, aber wir sind konzentriert. Bin ich jetzt von hier gekommen? Ja, ne, okay. Gut, dass ich das denn so gut mit Heilmagie ausgestattet habe. Ja, ich würde jetzt diese Einzelkämpfer ganz gerne so ein bisschen ignorieren wollen, weil die ja ein bisschen sind. Ich bin jetzt hier nicht wieder hier gelandet, wie eben. Naja, nee, okay. Bisschen unangenehm hier zum Spielen gerade, der, ne, bin ich ehrlich. So. Jetzt mal hier. Nein, sie sind es. Fina, wo ist sie? Justin, du hast also überlebt. Was haben sie mit Fina gemacht? Antworten sie mir. Justin, dazu, nimm den Geisterstein und flieh. Wie meinen sie das? Sagen sie einfach, wo Fina ist. Ich kann es jetzt nicht erklären. Verschwinde einfach. Los. Hier rein. Was meinen sie? Haben überlebt. Ja, mir geht es gut. Alles in Ordnung. Wie läuft die Rettungsaktion? 4 Männer sind im Schutt begraben. Alle wurden zur Rettung und Behandlung eingeteilt. Oberst, ich verstehe es nicht. Warum hat General bei uns in diese Katastrophe geführt? Das reicht. Ich werde das persönlich mit dem General besprechen. Wo ist er? Er ist zum Grandeur zurückgekehrt. Oberst, mit der Ikarierin. Ich glaube, das heißt Ikarierin. Haben Sie Fina gesagt? Schieben Sie so nach dem Geisterstein auf. Zur Grandeur. Ja.
Was, sie haben Fina, wir müssen sie retten. Juhu. So. Was ist das? Das wird die Grandeur sein. Oder der, oder das, oder was auch immer. Es ist mir zwar nicht gelungen, den Geisterschein zu bekommen, aber ich kann mich mit einer weiteren Ikarierin trösten. Sie sollten froh sein. Wir kommen unserem Ziel näher. General Ball, wir haben die Hälfte unserer Soldaten unter den Trümmern verloren. Was wollen Sie unternehmen? Die Hälfte unserer Soldaten? Ich werde die Grandeur zur J-Basis fliegen, wo Gaia schläft. Wir hatten das Glück, dieses Mädchen in unsere Wahl zu bringen. Sie soll ein Geschenk für Gaia sein. Wir nehmen das Kampfschiff Lionlot. Wussten Sie nach dem Rückzug der Truppen zu mir? Was danken mein? Ja, General. Ja, gut. An der Malen ja nicht so witzig zu finden. Verdammt, wie komme ich nun zu ihr? Was ist das? Haben wir den Flangmanta gesehen? Ich habe ihn versteckt. Ja, genau. Wir müssen Fina retten. Natürlich habt ihr ihn versteckt. Faszinierend. Also hat Lina eine jüngere Zwillingsschwester. Wenn man drüber nachdenkt, ergibt das Sinn. Die Alten schufen ikarische Statuen von vierarmigen Frauen. Sie soll Zwillingsschwestern darstellen. Und du bist ohne Zweifel auch eine Ikarierin. Ich bin irgendjemand. Lassen Sie mich gehen. Wovor hast du Angst, Mädchen? Du wirst Teil der Operation Yggdrasil sein. Ein Meilenstein der humanen Evolution. Ich werde Ihnen niemals helfen. Justin wird kommen und sie fertig machen. Justin heißt so der Junge, der das letzte Stück des Geistersteins hat. Er kommt, um dich zu retten, nicht wahr? Und um ihn werden wir uns bald kümmern. Ich bekomme den Geisterstein. Justin wird sie besiegen, er ist viel stärker als sie. Meine Güte, das ist wirklich Temperament. Aber auch das wird sich geben. Bald wirst du mir gehorchen. So wie Lin mir jetzt gehorcht. Bleiben Sie weg von mir. Was ist das für ein Lärm? Das war klar. Warum schürzt dich immer, wenn du bei mir bist? Hab auf den. Einige Leute würden sich jetzt um ihren Freund sorgen. Das müssen wir Mina finden.
So. So, setze ich jetzt mal nicht. Ah, ja. Na, Fina, sehr vorsichtig. Ja, machen wir. So. So wollen sie, gucken wir uns ja halt um. Das sieht wieder mal sehr labyrinthisch aus hier. Sehr labyrinthisch. Okay. Jungen rein. Ah, okay. Durchgang. Ballon. Gut, ich glaube, die Ziri haben wir soweit geschafft. Hier, du sollst den oberen Teil gehen. Ja. So, wir sollten. Sind die Leute alle ausgerüstet? Oh, die sind gar nicht richtig ausgerüstet hier. Auftank. Okay, wir können mal kurz noch ein Auffangen hier. Weiß ich, ob da noch eine ich habe. Ich muss im Moment beim nächsten Mal hier, 5 Stück habe ich davon. Nicht mehr so viel. Ich muss mal noch ein paar High-Items mit. Verteidigung. Ja, Guido ist eigentlich was für Guido, aber ja. Bin mir nicht sicher, wie lange der in der Gruppe ist. Justin den. Hm. Problem ist, ich habe hier jetzt nur Justin zum Heilen. Wobei, das scheint wieder dieser nur 15 Gegner zu sein. Oh, wie gut die hier Schaden machen. Geht so. Ja. Ab geht, Justin auch, aber Guido ist hier nicht so gut. Justin macht One. Wir sind wieder Rapp und Guido zusammen am besten. Kommen halt wieder diese typischen. Dieser. Komm, lass uns einen Dungeon machen und überall dieselben Gegner hinstellen. Also mit Guido ein bisschen aufpassen. Er hält halt gar nichts aus, ne? Ist halt ein bisschen problematisch, dass Guido immer zuerst am Zug ist. Das heißt, ich würde den jetzt erstmal ein bisschen verteidigen. Wenn die mal auf den gehen. Dass wir da erstmal zumindest ein oder zwei, im Idealfall zwei weg sind. Jetzt rennt er natürlich wieder in den Reihen. Aber schon gut Schaden hier. Das könnte problematisch werden.
sollte er schaffen. Hat er nicht geschafft? Super. Okay. Okay, das könnte jetzt echt problematisch werden, weil, wie gesagt, ne? Also wenn ich hier die Gruppe jedes Mal fast vollständig heilen muss, dann, ja. Aber gut, ich meine, im Zweifelsfall können wir es mal zurückladen, bis hier die Sachen grundsätzlich safe sind. Also ich glaube, da müsste ich auch nicht gegen alle kämpfen, aber ne, es ist nicht ein neues Erfahrungspunkt eher. War ganz gut. Alter. Wir können aber schon ein bisschen was hier, ne? Sie jetzt hier droppen. Red Set. Okay, das ist also. Wie ganz schön krass jetzt hier die Gegner. Aber wie gesagt, das sind alles Erfahrungspunkte hier, ne? Also. Ich könnte natürlich einfach sagen. Ich habe eine andere Idee. Ich mache einfach die hier mit den Item, mit den Dingens. Da muss ich nicht ganz so oft. Dingens machen. Oh ja. There's no use in hiding. Machen wir das halt ein bisschen anders. Kampfhelm, das ist schon mal hinterher ganz nützlich. Muss man nämlich erstmal hier die gerade die Nido eventuell könnte das ja ganz nützlich sein. Helm. Oh ja. Zauberblockresistenz. Schon mal gut. Die spawnt hier oder war das mit denen? So, da kann Rapp erstmal wieder hier diesen Steinwurf machen. There's no use in hiding. Guido kann wieder versuchen zu heilen. Das hat nicht gebracht. Das dann kann er das mal angreifen. Und jetzt bekommen wir diese ganzen Red-Sets-Dinger hier.
Ich bleib jetzt einfach erstmal dabei, weil, ja. Warte mal, ist das richtig genommen? Ja, mach ruhig mal den da. Ist okay. Da scheint das auch nicht immer zu klappen. Justin hat ja auch hier diesen... Rollen, die wenn Rab dir normal angreift, passen soll das. Ich greife dir normal an. Das ist Gift, was er da macht. So, speichern. Kein Ticken, vorsichtiger sein in dem Abschnitt. Die Gegner können doch hier durchaus ein bisschen was. Was sind das für noch viele? So, Rab kann wieder hier sein Geschoss einsetzen. Warte mal, überlegen. Warte mal, wer hat diese? Ich gar nicht mehr. Ich hatte mal so ein Item. Ja, das kann ich eigentlich mal kurz gucken. Warte mal, das mache ich mal eben. Wo nehme ich die SP-Regeneration? Wobei, ich glaube, das mal so. Drei Gegner. Ja, das ist ja nicht super viele Zwischenkämpfe hier, ne? Aber denke, ob ich die wirklich alle machen will. Also ja, das gibt zwar gute Erfahrungspunkte, aber ja, das ist halt auch so ein bisschen langweilig, ne? Weil die Zwischenkämpfe hier nicht wirklich einfach sind. No. Jetzt halt im Kampf, okay.
Aber hier gehen wir doch ganz gut Sachen hier. Mal kurz gucken, Kampffilm hat er auch schon. Aber langsam sagt die PV los. Noch nicht rausgefunden, was dieses IP-Fluss sein soll. Nein, nein, du sollst das nicht handeln. Also, ne, das ist halt hier. Das sind natürlich wirklich viele Erfahrungspunkte, ne? Muss man mal sagen, also das ist eher so durchschnittlich. Was die XP angeht. Wir waren jetzt schon mal über 500. Das sind 300. Das wird nicht wirklich viel, ne, eigentlich. Ich würde jetzt, glaube ich, einmal diesen Bereich hier clearen. Gucken. Da würde die XP eigentlich schon ganz gerne mitnehmen. Kann ja sein, dass man deswegen auch diese ganze Zeit diese Red-Sets bekommt, ja 120 TP, deswegen bekommt man das wahrscheinlich die ganze Zeit. Damit man halt zumindest ein bisschen noch die Gruppe unabhängig von den Dings heilen kann. Aber ich würde die halt ganz gerne für eventuell später mal hier Dinge setzen. Für irgendwelche Bosskämpfe oder so. Einmal würde ich jetzt die ganzen Gegner hier plätten wollen, dann gehe ich mal heilen und dann hast du schon. Und schwer sind sie jetzt nicht mehr. Also zumindest wenn man hier diese Dings mit benutzt. Skills, das geht schon. So. Ich wollte auch nicht ganz verstehen, was diese Meldung da bringen soll. Da kann ich auch nochmal angreifen. Nein, nein. Das war dumm, weil jetzt hat er den anderen gemacht. Das war jetzt nicht so geplant. Ah, okay, geht auch vor. Das war jetzt Glück. Ich glaube, den Kampfhelm kann er jetzt auch ausrüsten. Vor allem Zauberblock-Resistenz drin, das ist schon mal gut. Get away from this!
ging auch rot. So, zumindest der untere Bereich hier clear. Ich kann nochmal rum, ich glaube hier oben waren noch Gegner. Alter, sind das viele! Ich kurz eben mal hier heilen gehen. Dann gehen wir noch ein bisschen Viecher klatschen. Ja, sollen wir immer noch diese Gegnergruppen hier? Mit dem Ausschalten. Dann melden wir jetzt mit dem Einkachen-Methode. Schon nochmal über 1000 XP oder fast 1000 XP haben wir nicht haben. So, Steinwurf machen. There's no use in hiding. Das sind dann noch viele Gegner da hinten. Aber wirklich schwer sind die Kämpfe so ja nicht, wenn man die so spielt. Sind nur 6 Stück oder 5 oder so.
So. So. Machen wir da mal eine normale Runde. Schaden. Okay, das war jetzt dumm, da so rumzumachen. Aber egal. Da kann man jetzt ruhig mal so ein Red-Set verwenden, weil ich habe ja jetzt genug davon. So. Der denn? Und kein Bock auf mich, oder was ist mit dir? Was soll das denn? So, kann das denn wieder die Schockwelle machen? Ja, kann ja. Dann haben wir jetzt hier nur die beiden und dann sind wir durch mit dem Abschnitt. Okay, das sind halt keine Dings mehr. Ich glaube, das müsste normalerweise eigentlich auch. Ne, das hat keine Dings, ganz okay. Ja, dann kannst du da normal angreifen. Passt dann schon. Guido könnte nämlich den angreifen und der sollte jetzt eigentlich so weit passen. Vielleicht hat er den falschen angegriffen. Und sehr defensiv für die Gegner in dem Kampf jetzt. So, und dann der letzte. Von einem Schuss zurück. Ja, das ist eigentlich nicht notwendig. Gucken, ob irgendjemand beklauen kann. Wäre dann der ganze Abschnitt erledigt. Dann können wir uns nochmal Level, also speichern gehen. Ist der ganze Käse hier geklärt.
Und dann können wir weitermachen. Moment, das war schon ein bisschen, was wir da verstauen können. Wir so viele Red-Sets hier bekommen. Abschussfeuerwehr. Also Red-Sets haben wir noch genug für den Fall, was wir mal brauchen. Das wäre in dem Kampf vorhin sogar fast nützlich gewesen. Ja, so. Da man ja nicht immer so damit rechnet, dass sie... Aber man hat schon ein bisschen das Gefühl, dass wirklich das ausgelegt ist, dass wenn man so Items bekommt, dass die dann auch genutzt werden sollen im Bosskampf. So wirkt das immer so ein bisschen. So. Mal hier. X-Hemd wahrscheinlich, soll das heißen. Aktionsblocker-Resistenz, okay. Also bis in die Vermutung, dass wir das wieder für einen Bosskampf brauchen. Wenn wir hier schon einen Zauberblocker haben, dann ist das da wahrscheinlich auch für brauchen. Schienenraum. Kommt mir das irgendwie bekannt vor? Wahrscheinlich da mit Maschinen, aber nicht dampfbetrieben. Was wurde mit der uralter Anglu-Technik gebaut? Speichern. Ich würde jetzt einfach mal, bevor ich das mache, einfach kurz das Ding mal ausrüsten. Ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass man das gleich braucht. Spepper. Okay. Im Kontrollraum gibt es bestimmt gleich Gegner. Dachtest du wirklich, dass du hier was ausrichten kannst, Justin? Meiner Rechnung zufolge ist er hier, um diesen armen ikarischen Mädchen zu helfen. Danke für den Geisterstein. Wir haben ihn am Turm des Unheils vergessen. Damals bist du davon gekommen, aber diesmal wirst du uns geben, was du weißt. Ich meine, du weißt, was gut für dich ist. Nachdem wir euch den Hintern versohlt haben. Klapperaffenmädchen, und die finde ich nicht später. Mädchen? Okay, so können wir die alle drei. Ach, scheiße. Wir wissen ja noch, wie eklig die beim. Scheiße. Wie eklig die alleine waren, jetzt kommen die zusammen. Ich vermute mal, dass wir hier wirklich jeden besiegen müssen. Und ich weiß noch, dass diese Sue oder wie die hieß, diese Mio am unangenehmsten von allen war. Das heißt, ich würde jetzt hier erstmal versuchen wollen. Ich muss mir den Kampf erstmal angucken. Der könnte jetzt eklig werden. Kann ich jetzt gar nicht einschätzen. Ich würde erstmal normal angreifen. Ist doch gut. Wir haben alle super viel AP, ne? Ist mir gerade aufgefallen auch. Ja, genau, dieser scheiß E-Schocker, das meine ich nämlich. Okay, nach auch Schocker, das heißt, wir sollten mal gucken, dass wir im Idealfall mit dem Blitztalisman ausstatten. Haben wir ja genug, also das ist schon mal schwierig, okay. Uff. I'll kill you with blast power.
Bin mir gar nicht sicher, ob man den Kampf schaffen kann. Oder ob ich hier schon wieder zu übermütig bin. Aber, ja gut, ja stimmt, ich kann eigentlich theoretisch immer diese Dings nutzen, ne? Diese hier, Dingsteile hier, diese Red Set-Dinger. There we go. A force spell would be best. Aber so viel HP. Man könnte natürlich auch versuchen. Aber ich würde halt am liebsten erstmal hier sie runterkriegen wollen, die Mio. Wie lange soll denn dieser Kampf gehen? Wobei ich, warte mal, ich kann natürlich hier versuchen, erstmal mit dem Wehbrecher hier wirklich die Mio aus dem Dings zu nehmen. Dass man erstmal versucht, die, Das ist ein sehr, sehr unangenehmer Kampf hier. Bin ich ganz ehrlich. Das hier von mir, schieß zurück. Hilfe. Ich hab so ein bisschen die Wohnung, dass man hier diese ganzen Red Sets verwenden soll. Die man hier bekommt. Die eventuell nicht alle wegpacken sollen. Ja.
Müssen wir wieder Reset benutzen? Also wenn ich den Kampf nicht schaffen sollte, werde ich definitiv die ganze Gruppe mit diesen Reset-Sets ausstatten. So. Ich glaube, das ist auch ganz gut, dass ich hier gerade muss jedenfalls die Mio-Art aus dem Spiel nehmen. Die wollte nämlich gerade heilen. So. Auf der Wald für die Mia dauern, dann müsste es eigentlich sogar relativ gut gehen. Here we go, the Trinity attack. Let me show you my splendid moves. According to my calculations, this one will get him. Here goes. Yes. Hier war eine 300 HP, ja. Das ist so ein Mia oder wie die heißt. Jetzt war noch hoch, so. Das jetzt nicht ausgereicht. Okay, jetzt haben wir schon mal eine deutlich bessere Position. Diese Mia ist echt unangenehm. Dann würde ich jetzt sagen, gehen wir auf Saki. Geht eigentlich bisher so von den Skills her. Können sie vor allem schon mal ihre Dreier-Kombo schon mal nicht mehr machen. So, Rappkan. Ich bleib jetzt hier einfach hier bei diesen Einern. Das ist einfach wichtiger, hier einen loszuwerden. Und sobald die nämlich allein sind, haben die nämlich keine Chance mehr. You're not gonna get away from this. Justin müsste die jetzt sogar normal angreifen können, oder? Die 713, hier bleiben wir nochmal beim Wehbrecher. Warte mal. Sehr gut. So, und der Rest müsste jetzt eigentlich relativ einfach funktionieren.
immer noch keine Ahnung, was dieses IP sein soll. Ich verstehe es einfach nicht. So. Ah, das ging jetzt doch, also am Anfang war ein bisschen kompliziert, aber... So, jetzt geht's eigentlich echt ganz gut, muss ich sagen. Sobald die erstmal zu dritt down sind. Da hätte ich hier versucht, aber nur AEs zu machen, wäre das wahrscheinlich in die Grütze gegangen. Die hätte schon ordentlich Schaden machen können. Aber jetzt alleine hat die halt keine Chance mehr, ne? Einfach nochmal drauf und kloppen. Konter und Gegenkonter auch nicht schlecht. Dann sagen wir, machen dann mal kurz eine Runde Heilung. Hier kann ich gar nicht. Auch nicht schlecht. Das heißt, noch ein bisschen aufpassen. Selbst teleportieren, ja, scheiß drauf. Nur noch 1200 HP. Du hast schon gut verdorben. Gut, okay. Aber cooler Kampf. 10.000 XP fast. Nicht schlecht. Wo ist Fina? Bring uns dahin, wo wir die alten Bussardball finden. Du glaubst, du hättest uns geschlagen. Das ist lustig, nicht wahr? Du möchtest gewinnen lassen, nicht wahr? Teil des Plans. Eure Plante mehr Zeit zu verschaffen, ist ja drauf eingefallen. Ein Berechnung zufolge wird der Grandeur bald an ihrem Ziel eintreffen, der J-Basis. Und dann kommen alle Soldaten und verpassen euch eine üble Abreibung. Rechnen wir die ab, Justin. Und mit dem Affen und dem Hasentypen. Was machen wir? Wir müssen das Schiff stoppen. Wenn wir die Basis wirklich erreichen, stecken wir in Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Sagst du das nicht gleich? Lass mich mal irgendwo drücken. Das immer so eine gute Idee ist. Finaler Befehl wird ausgeführt. Na dann. Natürlich haben wir wieder eine Explosion. Du demolierst das Schiff, finaler Befehl, kapiert? Ich wollte es ohnehin zerstören. Wir müssen weiter an Fina finden, wir haben noch Zeit. Darf ich wieder mal speichern? Danke, Spiel. Du musst ja auch nochmal raus, glaube ich. Hier. Okay, so bin ich ohne die Dings zurückgekommen, aber ja, war schon ein guter Kampf. Hat Spaß gemacht. So. Nur die Frage, was ich hier jetzt machen soll. Hier hoch wahrscheinlich.
Was denn? Das Schiff ist nicht im besten Zustand. Ach. Natürlich. Wie gut, dass ich nochmal gespeichert habe. Oder schaffst du denn das gar nicht kommentieren? Ja, ich kann nur hier lang laufen. Okay. Warum muss ich das aufdrücken? Das geht doch sonst auch automatisch. Hier, doof ist. Well, well, so the man who holds the spirit stone. Der Mann ist Justin, stay away. So, the legend that the spirit stone's light and the Ikarian wings call to each other is not exactly a lie. I'll give the girl back to you, my little Justin. However, only in exchange for the Spirit Stone. He's lying, Justin. Don't believe him. If you give him the Spirit Stone, he'll just kill you. Please, run away. My ship is about to sink. It's your choice. Which is really okay, I'll trade. Release Fina, quickly. You are a wise young man. The great mysteries of Angelo are beyond your powers. Come, give me the Spirit Stone. Finally, I have the absolute power of Angelo in my very own hands. Die, you worms. Together with this burning ship. Ich glaube, wir wissen schon, wer der Endkampf sein wird. Ja gut, ich glaube, jetzt haben wir so ziemlich alles verloren. Schlechter kann es nicht mehr werden. Ich komme nicht in mein Inventar. Was denn? Okay. Aber ich habe es ja noch gespeichert. Jetzt hier wieder. Oh. Du bist zäh wie eine Schabe, nicht wahr? Warum sein Leben für ein einfaches Mädchen riskieren? Nimm sie ja direkt die Hände weg von Fina. Die Ikarian gehört mir, Junge. Du brauchst ihre Kräfte nicht. Sie ist keine Ikarian.
Ja, sie aber. Zum letzten Mal, lassen Sie Fina gehen, sofort. Die kleine Bombe brüllt lauter, als man es ihm zutrauen würde. Dann soll es so sein, du sollst stolz sein, durch meine Hände zu sterben. Uha. Ich glaube nicht, dass man den Kampf jetzt gewinnen kann. Ja, gut, das geht, aber. Gut. Verteidigt zeitgleich alle Angriffe. Was war das? Doch, das könnte hier ganz nützlich sein. Ich könnte mir vorstellen, dass man eventuell sich weiter verteidigen muss. Machen sogar relativ gut Schaden an dem. Okay. Ich würde, glaube ich, hier trotzdem bei diesem Aura-Ding, oder? Okay, wir machen erstaunlich viel Schaden an dem. Ich hab gerechnet. Jetzt ein bisschen riskant, was ich gerade mache, aber. Okay. War zu einfach. Geht aus 500 XP. Ich glaube nicht, dass das so einfach bleiben wird. Oder vielleicht doch. China, geht es dir gut? Ich binde dich los. Ich wusste, du würdest kommen, mich zu retten. Ich will doch alles für dich tun. Was für ein Gastgeschenk, du musst ihn wiederholen. Nicht so schnell. Lass dich nicht täuschen, Junge. Du hast meine Wache noch nicht gespürt. Die Macht von Gaia. Ist echt hässlich, Mann. Mir egal, wie lange es dauert. Ich werde dich schon zerstutzen. Jetzt wisst ihr es. Keine menschliche Macht kann mich besiegen, Narren. Errungenschaft erhalten nach unten. Du willst den Tod, aus des Geistgürtels. Wenn nicht den Geisterstein. Geister geben den Schein noch, bla bla, ja. Ja, ich glaube, wir wissen, wo das hier, wo das hinführen wird. Aha. Meiner ist auch nicht umsonst mal. Das ist ja schon sehr offensichtlich, wo das wahrscheinlich dann im Endkampf enden wird. I believe I can fly.
Dina ist in Ordnung. Sie schläft schon seit 3 Tagen. Mir geht es sicher bald besser. Es ist nicht einfach wunderbar, im Leben zu sein. Wenn du dir zu viele Sorgen machst, fallen dir noch die Haare aus. Das Kampf ist Geschichte und dieser Ball schaut sich die Radizi von unten an. Das glaube ich nicht. Wir müssen uns keine Sorgen machen, nicht wahr? Pina, sie wacht auf. Sicher hat uns auch geholfen, euch zu finden. Danke für die Hilfe. Geht's dir wirklich gut? Wegen mir ist der wertvolle Geisterstein. Mach dir keine Sorgen. Du bist viel wertvoller als der Geisterstein. Alles ist gut ausgegangen. Als Ball und der Geisterstein verbrannt sind, wurden die Pläne der Armee vereitelt. Trotzdem, ich war Ikarierin. Ikarierin hinterher. Fina ist Fina. Ich verstehe das nicht. Was ist denn? Lass uns aufbrechen nach Island. Ich möchte etwas herausfinden. Ich möchte alles über die Ikaria und Gaia wissen. Wenn wir dorthin gehen, erfahren wir bestimmt etwas. Ich denke auch, dass es eine gute Idee ist. Jetzt, wo Ball tot ist, ist er wirklich tot? Okay. Habe ich diese Dings wahrscheinlich falsch verstanden mit dem... Die Szene da gerade. Ist der Feind meines Vaters beseitigt? Es war so eine spannende Art zu sterben. Wenn du ihnen die Medaille des Wissens gibst, zeigen dir die Weisen von Lane sicher den Weg nach Island. Dann wollen wir mal los nach Lane. Und er geht weiter. Okay, gut, dann habe ich das missverstanden offensichtlich. Aber ich kann es irgendwie nicht vorher gucken, mal wo der. Mein Gaia scheint eh noch so ein. Auch noch so ein Gegner zu sein, der nicht die ganze Einsch einschätzen kann. Was dann eventuell auch das Ende ist. Ein Gegner sein könnte. Das ist ziemlich linear, was das angeht. So, wir machen noch ein bisschen weiter. Auf Lane. Da wissen wir, den Weg nach Island kennen. Schauen wir mal, was Dalin uns sagen kann. Vor allen Dingen hoffe ich, dass ich mir Dorf Lane. Da war er noch gar nicht, ne? Das ist doch gar nicht. Hier waren wir schon mal, ne? War mir ganz bekannt vorher. Doch ja, genau, das war das mit dem hier. Dalins Haus, okay. Ich würde jetzt erstmal gucken wollen, ob es hier einen Händler gab. Ja, das Hausgeschäft. Heilmittel. Hier, Auferstehung. Einfach nur, dass wir hier ein paar davon noch haben. Einfach so aus Sicherheitsgründen. Dumme Axt, ja, möchte ich nicht unbedingt nutzen. Die Sachen sind. Ja, das ist gut. Verliebung gegen Blizzard. Schwer. Ja, nur der Nerz eventuell besser für Tiens. Wollen wir mal gucken, was die. Was die Sachen können. Aus Knochen. Ist was Besseres dabei?
Ja, der Rest ist alles nicht besser. Sachen verkaufen, will ich eigentlich. Wobei doch, könnte ich, warte mal. Wir können die Dings verkaufen, die Rüstung. Den Verband können wir auch verkaufen. Die Teleschuhe. Ich bin ja auch irgendwie nicht so. Aber da wäre ich auch erstmal noch vorsichtig. Ja, das Zeug. Warte mal. Eispickel. Attribut Blizzard. Ja, ich glaube, das wäre ein Schwert. Nee, der sollte am besten bei diesen Dingern bleiben. Kann Guido ruhig bekommen, allerdings nicht verkaufen. Es ist auch nur drei werden, nicht so viel. Das lasse ich mal. Gift ist, glaube ich, da besser als irgendwelche Dingens-Items. Als jetzt, schau mal da, Milda ist ja auch hier, ne? Milda hier? Tatsächlich. Justin, was machst du hier? Ihr seht aus wie ein Haufen durchnässter Katzen. Hören Sie, ich brauche Ihre Hilfe. Und was wollt ihr unternehmen? Wie hat mir gesagt, wenn du die Antworten auf viele Fragen suchst, dann komm nach Island. Am Beginn der Reise habe ich noch nicht verstanden Ihre Worte. Gibt es etwas, was ich wissen muss? Eigentlich ist es nicht nur eine Sache, sondern vieles. Angelo erstreckt sich über die ganze Welt. Warum ging es unter? Die Ikaria, der Geisterstein und die Gaia. Ich muss nach Ardent. In Ardent wird alles klar werden. Ich werde alle Antworten finden. Dann ist die Zeit gekommen. Die Zeit für dich, den Auserwählten. Wir sind nicht nur Wissenschaftler, sondern auch Torwächter von Ardent. Ich durfte mir nichts anmerken lassen, solange du nicht bereit warst. Aber jetzt bist du es. Ich mache mich auf den Weg. Ich werde die Antworten finden. Du hast den meisten Weg nach Island, aber sei vorsichtig. Okay. Wir gehen mal zu Dolan. Ich habe den Schlüssel nach Ardent. Ein Schritt näher an Frau Lied. Gut gemacht. Ich will nach Ardent gehen. Gibt es da was ich wissen muss? Der alte Dan hat euch bestimmt erzählt. Wir sind die Torwächter. Wir zeigen, werfen als erstes eine Medaille des Wissens in die schöne Quelle hinter dem Dorf. Dort seht ihr einen Regenbogen. Er wird euch nach Ardent führen. Dort werdet ihr das finden, was ihr sucht. Okay, dann werden wir den Glied in den Händen halten. Okay. Natürlich klar, dass Bald nicht tot ist. Es ist endlich soweit. Es ist Zeit, dass der Geisterstein wieder eins wird. Wie kannst du das wollen? Belebe die Bestie nicht wieder. Etwas zu spät, oder? Außerdem war die Wiederbelebung von Gaia das letzte Ziel von Operation Yggdrasil. Sie ist dir ein geiler Platz vor Freude. Sie will sich an Energie des Geistersteins laben. Vater, begreifst du nicht? Gaia kann von menschlicher Hand gewendigt werden. Du wiederholst die tragischen Fehler der Vergangenheit.
Erinnerst du dich an die Soldaten und Harmonoiden, die die Gaia verflucht und zu Stein verwandelt hat? Würmer, bloß Futter vor Gaia. Würmer, wie kannst du nur... Wenn du das wirklich denkst, dann war dein ganzes Gerede von Opfern und einer idealen Welt nichts als Lügen. Es gibt keine ideale Welt ohne Gaia. Wer den Willen Gaias ausführt, wird unendlich gesegnet sein, so wie ich es sein werde. Jetzt im Weg malen. Ich werde jetzt das letzte Teil des Geistersteins darbieten. Die ganze Mannschaft des Kampfschiffs Grandor ist beim Abschlag umgekommen. Bis auf General Baal. Die Berichte vom Kampfschiff Lionlot, das mit der Rettung der Überlebenden betreut wurde, sind schrecklich. Und doch, wie konnte General Baal ungefähr davon kommen? Wenn ich General Baal sehe, kann ich nicht aufhören zu zittern. Es ist, wie ich befürchtet habe. Er darf den Geisterstein nicht bekommen. Er hat ihn doch schon. Hä? Bist du doof? Auf dem Regenbogenberg. Er hat gesagt, er ist direkt hinter dem Dorf, richtig? Wir müssen nur um den See herumlaufen, dann findet man ihn. Ja, dann machen wir das mal. Vorhin gehen wir nochmal speichern. Hätte ich das ja auch können. Ganz sicher. Wir gehen gleich zum See. Wird schon irgendwie gehen. Kann ich nicht relativ oft speichern in dem Spiel. Muss des Regenbogenberges. Okay, oder auch nicht. Ja, gut. Wie viel sicher man kann, du weißt, speichern. Oh Gott, sind das viele Gegner. Schon mal One-Hit. Dampfvogel. Wäre schön, wenn ich den Schaden auch sehen könnte, Spiel. Das wäre sehr hilfreich. Okay, die Vögel haben ein bisschen mehr Raum. Okay, die gute Scheiße. Okay. Eierschlag. Okay, Rapp macht gut Schaden gegen diese komischen Krabben da, oder was das da sein soll. Das ist denn nicht so, deswegen. Hier guckt man die nicht an. Die habe ich jetzt nicht mehr angeguckt. Ja. Okay, die. Ah, da muss ich aufpassen, wer hier wo bei wem Schaden macht. Ist auch wieder geil. So nur Rapp macht gegen den die Schaden. Wenn man Rapp irgendein Element hat.
So. Wir haben es geschafft. Hoffentlich. Ja, keine Ahnung. Schauen wir mal. Okay, ja, genau deswegen ja, bekommen die halt keine Sachen mehr von mir. Guido ist nicht mehr Teil einer Gruppe. Weil er hier irgendeine Rolle spielen muss. Ja, kann er machen. Also den Tab habe ich jetzt ein bisschen gekürzt, habe ich gemerkt, weil das ist jetzt nervig. Schauen wir mal. Keep zooming through the clouds. We're not gonna be dropping down from here, right? Look, Justin. That must be a lint. All the answers will be there. Gut. Kann ich speichern? Die erste wichtigste Frage. Hier ist ein Mana, ey. Warum? Jetzt haben wir hier irgendwas verstauen können. Skarabiusring behalte ich erstmal vorsichtshalber. Heilmittel brauche ich, glaube ich, hier nicht so viele. Wir sind mal zwei behalten wollen. Das Juwel, keine Ahnung, wofür das gut ist. Ist auch nicht so ganz rausgefunden. Ich schon Mana-Ei. Also, lassen wir ein. Hier sind wir ja so in Alend. Das soll ich auch mal separat speichern wollen. Ach, bevor wir hier wieder. Daten von Alend. Komm nochmal. Das Gegner hier, oder was ist mit euch? Oh. Sie dürfen nicht sehr einladend aus, muss ich zugeben. Hydra. Sieht wieder nach einem Drohkopf, Hydra. Eiskopf, Hüpfkopf, Speckkopf. Okay. Ja, ich würde sagen, wir bleiben hier bei diesem Stil, einfach immer nur auf den Hauptgegner zu gehen. Erholung, okay. Okay, wir müssen auf den Hüpfkopf aufpassen. Weil der heilt. Ich kann dir sehen, aber.
Aber ich glaube trotzdem erstmal bei dem Hauptgegner. Und der hat 400 Pfeile. Wow. Wen habe ich jetzt in der Gruppe gehabt? Jetzt glaube ich trotzdem erstmal bei der Taktik einfach. Mein Fina kann ja mal die Gruppe heilen. Und Rap und Justin greifen halt an. Das ist nämlich halt die Frage, ne? Sekundentod, okay. Was ist das denn für eine okay. Sachen, die Instant Death erzeugen. Ist natürlich immer. Okay, eventuell stelle ich es mir ein bisschen zu einfach vor. Aber das Ding ist halt, diesen diesen Kopf dazu zu töten, wird halt wahrscheinlich genauso lange dauern, wie wenn ich einfach nur wirklich versuche, die Hydra so schnell wie möglich zu plätten. Schon, dann können wir unsere Gruppe mal verteidigen. Ne? Da hält er mal 400 halt, ne? Pro Runde. Macht ja gar keinen Sinn, um die anderen Sachen anzugreifen. Nochmal, ja? Das Gute ist, dass ich die halt sehr, einsetzen kann, das Gefass hier zumindest. Ich meine, der Rest ist eigentlich echt harmlos, ne? Also, aber mit dem Geschoss mache ich ihm schon gut Schaden. Warte mal, überlegen, ich versuche einfach mal den V-Slash, der kostet nicht so viel Dingens. Dass der einen Schaden macht. V-Slash! Oh doch, okay, immer ein V-Slash. Die Runde müssen wir jetzt auch nicht unbedingt teilen, oder man braucht man. Okay, das war. Ja, eine ganz intelligent. Und
So, Rapp kann wieder nochmal das Geschoss machen. Justin kann... Jetzt war es dann nämlich gleich ein bisschen kritisch. Eventuell reicht es, ja. Mal gucken. Hier 100? Nein, nein, nein. Weil 400 eigentlich gar nicht sein kann, weil der hatte ja gerade nur noch. Sollte aber trotzdem passen. Zum Glück greift man die halt physisch an. Ich kann auch die Gruppe achten. Ja. Das den greift man normal an. So hinterher bis na vorbei, das müsste sogar reichen. Ja. Hufttrank, Auftrank, Kurtrank und Bauertrank. Das war jetzt gar nicht mal so schwer. Wenn wir mal hingehen. Das war sogar, ich weiß, so ein normaler Gegner, glaube ich. Speichern. Weiter geht's. Ich werde gleich mal eine kleine längere Pause machen, weil ich gerade am Nudelauflauf zu bereiten bin. Okay. Na, schauen wir mal, was hier die Antworten sein werden. Noch ein Boss-Gegner, oder? Okay. Warum kommen jetzt hier ein Haufen Boss-Gegner? Riesenkugel. Ja gut, gut. Lass mal die Gruppe verteidigen. Wir machen jetzt dasselbe Spiel wie eben. Mal gucken, ob das funktioniert.
gonna get away from this. Ha! Macht auch gut Schaden. Okay, komm mal den. Gleichen. Dingen sie eben auch machen. Also wir sollen mit China ein bisschen Schaden machen können. Oh, geht sogar. Ich will mal kurz die Gruppe heilen. Ascherpeitsche, wahrscheinlich soll das heißen. Spezialaktion Kraftstufe. Das ist noch ein Boss. Yeah, yeah. Geh mal kurz gucken, ob ich irgendwie speichern heilen kann oder so. Ich bin nicht mehr zurück, boah. Okay. Gehen wir nochmal zurück, oder? Hier können wir auch lang gehen. Klingt noch nicht. Warte mal. Wo bin ich jetzt? Ich kann gerne mal kurz heilen gehen. Das geht gar nicht. Ja, gut, kann natürlich sein, dass ich jetzt hier bei Dingen häusiger sein muss mit den Einsätzen von den Sachen, weil gefühlt scheint hier nur. Scheint das ja alles aus irgendwelchen Bossen zu bestehen. Phantomdrache. Wir bleiben hier bei unserer Taktik. Hoffen. Okay. Ja gut, zur Not sollte ich jetzt ja Probleme bekommen.
dann werde ich den einen Gegner nicht eben auf dem normalen physischen. Das jetzt irgendwie nicht so klappen sollte, wie ich das gerne hätte. Please protect us. Nina hat Heilen erlernt, bis. Wow, okay. Wie viel Kräfte hält Frank bei dir schon? Ah ja. Ja, Fina bleibt mal definitiv. Erstmal. So, Justin macht wirklich seinen V-Slash. Wir bleiben bei dem Kopf. So, Fina kann sich eine Runde selber heilen. Justin bleibt beim V-Slash. Proton Sonne hat HP noch. Rapp macht sein Dingens hier. Wird wahrscheinlich nicht ganz reichen, aber. Bisher sind die Gegner ja, oder ist der Gegner relativ harmlos. Wenn ich noch zweimal eins, das müsste gerade reichen. Mal gucken, ob wir den vielleicht sogar. Verbrechen können. You're not gonna get away from this. Ha! Ich komme nicht, aber sollte normalerweise gut gehen eigentlich. Ich glaube, da kann Justin sogar noch mal drauf fahren. Ja. Okay. Wie komische Gegner! Ja, ne, klar, ich nutze hier die ganze DSP aus, aber ich meine, das geht ja bisher auch ganz gut. Schwein von der Lind. Willkommen in der Lind. Es ist lange her, seit wir das letzte Mal Gäste hatten. Lied heißt euch willkommen. Ich hab's geschafft, wie versprochen. Erzähl mir alles über Anglu. Ich sehe, du hast viele Fragen. Suche nach deinen Antworten. Wovon sprichst du da? Erinnerst du dich nicht an mich? Ich bin Justin. Dein Name ist also Justin. Schön, dich kennenzulernen. Mein Name ist Lied. Das sind alles Liedes. Was geht hier vor? So, was es dann hiermit auf sich hat, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Ich werde jetzt mir erstmal was zu essen gönnen. In diesem Sinne, danke erstmal fürs Vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal.